Also ich finde schon ein bisschen kritisch, wenn jetzt irgendwie einer sagt, ja, ich bin jetzt hier Experte für alles. Ja, das ist so wie, ich gehe in die Dönerbude und der hat auch noch Fisch und noch Pizza und Pasta, Steak und Pasta und Eis, dieses Softeis aus der verkalkten Maschine kann ich mir da auch noch ziehen. So. Nach und nach haben wir auch das einfach immer breiter gemacht, ja, und immer mehr Coaches auch reingeholt, um eben genau auch diese speziellen Themen beackern zu können. Ja, bei dir ist zum Beispiel auch viel grüne Investments. René und Marciano sind viel auf ETFs ganz generell oder auch Versicherungen, BU, Altersvorsorge. Das Berufsunfähigkeit bewegt zum sich. Beispiel, ne? BU, Auch ein ja, wichtiges Thema, wenn meine genau. Arbeitskraft wegfällt, wie kann ich überhaupt meine Sparrate aufrechterhalten? Wird auch nicht berücksichtigt bei Ja, vielen anderen Coachings. stimmt, auch ein guter Punkt. So, und das meine ich mit echten Expertinnen so, ne? Und ich finde das schon auch, ja, ein sehr positives Merkmal, einfach auch sich verschiedene Meinungen von verschiedenen Leuten auch nochmal einzuholen, ne? Also es ist ja auch nicht immer, dass wir immer alle das Gleiche erzählen, sondern dann hat einer nochmal einen Gedanken und sagt so, ja, aber man könnte es auch so sehen. Ah ja, stimmt, das passt vielleicht besser zu mir und meinem Lebensumstand und so weiter. Also man kann sich bei uns Rat von 7 verschiedenen Menschen irgendwie einholen.